Im heutigen Video gibt es ein Update über die Sperrung meines Activision-Accounts. Und wie der Stand der Dinge ist, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Update-Video über meinen gesperrten Activision-Account für das Spiel Call of Duty Modern Warfare. Viele von euch haben ganz entsetzte Kommentare drunter geschrieben und viele von euch haben mir auch mitgeteilt, dass es ihnen ähnlich ging. Dass einfach der Account gebannt wurde, ohne dass die einzelnen Voraussetzungen, die zum Bann führen würden, von seitens der Spieler überhaupt gegeben waren. Das ist natürlich eine riesengroße Schweinerei und ich wollte das nicht auf mich sitzen lassen. Ich habe natürlich in der Zwischenzeit aktiv etwas dagegen getan, denn ihr wisst ja, ich hatte es im letzten Video gesagt, Activision reagiert nicht mehr, die haben den Fall geschlossen, man kann also eine Nachricht da hinschreiben und da kann man auch schreiben, draußen ist schönes Wetter, die Sonne scheint, das interessiert Activision überhaupt nicht. Aufgrund dessen habe ich mir gedacht, warum sollte ich nicht den bekanntesten Rechtsanwalt von Deutschland mit ins Boot holen und habe mich an die Rechtsanwaltskanzlei WBS Legal in Köln sitzend gewandt, also an den Herrn Solmecke. Und ich habe da eine ganz prima Anwältin bekommen, die wirklich schon richtig Gas gegeben hat und Activision eigentlich aufgefordert hatte, bis zum 5.2. meinen Account wieder freizugeben. Aber was soll ich euch sagen, Activision hat nicht mal auf das Schreiben vom Anwalt geantwortet. Warum auch? Muss man ja auch nicht. Es kommt ja überhaupt nicht darauf an, dass ein Anwaltschreiben in irgendeiner Form dort vielleicht in der USA eine Bedeutung hat. Naja, gestern kam abends, spätabends noch die Info, dass Activision sich, wie gesagt, gar nicht darum gekümmert hat, ob und wie und warum. Also die wollen nicht mal in eine Art Korrespondenz gehen, um vielleicht mal mitzuteilen, warum man dann so gebannt ist. Es wäre ja vielleicht mal irgendwo an der Stelle ganz interessant zu wissen, warum Activision einfach mal so mir nichts, dir nichts meinen Account sperrt. Und so langsam wird auch die Zeit für Activision knapp, denn ich bin gerade in der Vorbereitung, die White Lady, also den Gaming-PC hier in der Rückansicht, abzugraden. Der kriegt also neue Hardware und ihr habt vielleicht die Videos gesehen. Wenn nicht, schaut einfach mal auf meinen Kanal. Da sind die aktuellen Videos jetzt zu sehen. Und natürlich verändere ich da die Hardware und vielleicht auch die Software. Das kommt drauf an, ob ich eine neue Installation machen muss oder nicht. Und von daher, ich bin immer noch gerne bereit, meinen Rechner hier zur Verfügung zu stellen. Den kann von mir aus Activision dreimal forensisch durchleuchten und machen und gucken. Mir ist das relativ egal, denn ich bin mir keiner Schuld bewusst. Und von daher finde ich es absolut katastrophal, wie Activision mit seinen Kunden, mit seinen Usern umgeht. Denen ist das wahrscheinlich scheißegal, ob einfach mal ein paar hundert oder ein paar tausend Leute gebannt werden. Traurige Sache. Wir werden sehen, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall hat WBS Legal, also die Anwaltskanzlei von Herrn Solmecke, jetzt Activision nochmal Zeit gegeben, bis zum 21.02. meinen Account endlich mal wieder freizugeben, damit ich vielleicht auch weiter mal mit meinen Zuschauern zusammen spielen kann. Ich denke mal, Activision wird auch das verstreichen lassen. Wir bleiben da auf jeden Fall dran. Und an der Stelle sei gesagt, ja, überlegt euch bitte reiflich, ob ihr euch ein zweites Spiel kauft und einen neuen Account aufmacht. Denn ich hatte in den Kommentaren gelesen, dass einige dann sofort wieder gebannt worden sind. Also das macht im Grunde genommen nicht viel aus, wenn man sich da das Spiel neu kauft, sondern Activision muss schon irgendwo mal handeln. Das Ganze kostet natürlich auch einen Haufen Geld. Von daher müsst ihr auch überlegen, ob euch das Spiel es wert ist, Geld zu investieren. Ich habe zwar eine Rechtsschutzversicherung, aber musste trotzdem zuzahlen. Ja, das ist nun mal so, ist eine Selbstbeteiligung. Aber die bin ich einfach mal bereit gewesen, hier zu investieren, um einfach euch auch mal Updates über so einen Verlauf darlegen zu können. Und ich denke, das ist für den einen oder anderen ganz, ganz wichtig in der weiteren Entscheidung, wie er mit seinem Activision-Account umgehen will, soll und möchte, wenn er gebannt ist. Ja, das waren die News dafür. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn es euch genauso gegangen ist. Schreibt mir ruhig mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie ihr im Grunde genommen den Kundensupport von Activision einschätzt. Ich muss ganz ehrlich sagen, absolut unterirdisch. Ich bin maßlos enttäuscht, dass nicht mal ein Schreiben einer Anwaltskanzlei Gehör findet bzw. mal gelesen wird und man daraufhin vielleicht mal eine Antwort gibt. Es ist einfach, naja, was will man machen? Wenn ihr Lust und Laune habt, ich habe eine Kanalmitgliedschaft hier jetzt auf YouTube. Wer mich ein bisschen supporten will und unterstützen will, unterhalb des Videos. Ihr könnt also Mitglied werden. Da seht ihr dann einige Sachen immer mal ein bisschen schneller und ihr kriegt auch ein paar Emojis dazu. Dient einfach dazu, den Kanal auch ein bisschen zu supporten. Ja,
Ansonsten soll es das erstmal gewesen sein. Wie gesagt, in die Kommentare ruhig mal reinschreiben, wie ihr das denkt. Ich wünsche euch alles Liebe, halte euch auf dem Laufenden, wenn es darum geht, Activision versus Master Big L. Mal schauen, was bei rauskommt. Und wir sind natürlich guter Hoffnung, dass ich irgendwann meinen Account wiederbekomme. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Ich verabschiede mich und bin raus. Euer Big L. Ciao, ciao.